Das war Mary Poppins aus dem Jahre 1964. Kommen wir von der britischen Hauptstadt London nun aber zurück in die Kreisstadt Siegburg. Ob der erste Bürger der Stadt das berühmte Mary Poppins Lied Supercalifragilisticexpialidocious wohl auch problemlos mitsingen könnte? Wir freuen uns auf das Grußwort des Bürgermeisters der Kreisstadt Siegburg, Franz Huhn. Sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete aller Ebenen, sehr geehrter Professor Dr. Peter Rasche, sehr geehrter und lieber Stefan Haller, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun bin ich doch froh, heute hier zu sprechen. Hinsichtlich der Bürgermeisterwahlen, die 2020 wieder anstehen, und hatte vorher unwissend möglicherweise einen meinen Stellvertreter hier sprechen lassen. Aber das fügt sich dann ganz gut so. Und ich lade Sie ein, Herr Professor, in 2020, so im Juni oder Juli, das wären drei Monate vor den Wahlen, Ihre Versammlung wieder hier abzuhalten. Ich verspreche Ihnen, ich werde wieder hier sprechen. Der Landrat, der zum gleichen Datum ansteht, Sebastian, ich habe die Chance, wieder hier zu sprechen, wenn die wiederkommen. Was haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ich ganz herzlich willkommen heiße hier in der kleinen Kreisstadt Siegburg, was haben Sie von Siegburg gesehen? Vor allem, was haben Sie bisher in Siegburg erlebt? Unseren ICE-Bahnhof, vielleicht unseren schönen Markt mit einladenden Cafés und Bars? Wenn nicht, empfehle ich Ihnen, holen Sie das am Abend nach statt Café Kölsch. Sie werden, wenn wahrscheinlich auch von Ferne, unseren Michaelsberg und die Abtei gesehen haben, unser Wahrzeichen, unserem nun, und ich sage das mit entsprechendem Stolz, nun preisgekrönten Wahrzeichen, der Umbau des Kölner Architekturbüros MSM zum modernen Tagungshaus des Katholischen Sozialen Instituts gewann vor einem Monat den Immobilien-Oscar in Cannes. Und das macht uns noch ein ganzes Stück stolzer hier in Siegburg. Wir haben, ich bin dabei, eine wunderschöne Lichtershow mit Musik erlebt und werden das sicherlich noch weiter erleben. So tun es eben viele in unserer Rhein-Sieg-Halle, die wir vor Jahren höchst umstritten, politisch umstritten, als CDU-Mehrheitsfraktion durchgesetzt haben. Und dass Sie heute hier sind, ist einer der Gründe dafür gewesen, warum wir diese wunderbare Halle gebaut haben. Wenn Sie beispielsweise zum Tanz in den Mai mit der großartigen und nicht nur im Karneval tätigen Band Casala mitfeiern wollen, wird schwer. Ich muss auf die viel zitierten Restkarten verweisen. In wenigen Stunden, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie erlebt, weshalb die Menschen hierher kommen, um zu tagen, um zu genießen, um zu kaufen oder auch zu mieten, vor allem aber, und das erleben wir, um zu bleiben, am liebsten für immer. Auch wenn Sie in Düsseldorf oder gar in Frankfurt arbeiten. Siegburg wächst, wie die meisten Kommunen im Kreis. 600.000 Einwohner wird der Kreis um Bonn und nahe Köln im Sommer haben. Nur Recklinghausen hat noch etwas mehr, lieber Sebastian Schuster, bald aber wahrscheinlich nicht mehr. Die Leute kommen, weil es Arbeit gibt, sie kommen aber auch, weil sie Lebensqualität möchten. Kino, Comedy, klassische Konzerte, Kitas, ganz wichtig, und OGS-Plätze. Dazu fußläufig die eine oder andere Kneipe, schnelles Internet, Schwimmbad. Unsere Bibliothek hat mehr Kunden von drumherum als aus Siegburg. Ein Ort zum Wohlfühlen, ja, es stimmt, ein bisschen auch zum Muskeln spielen lassen,
Mit einem Wissenshaus lässt man gern die Muskeln spielen, apropos Wissen. Wir haben sogar ein Wissenshaus Wanderfische in Siegburg. Es zeichnet die Erfolgsgeschichte der Lachswiedereinsiedlung nach. Siegburg wächst, die Tendenz ist ungebrochen. Nun, das ist das große Thema auch der neuen NRW-Landesregierung, verehrte Frau Ministerin, die ich nochmals ganz herzlich begrüße. Heißt es doch ganz richtig, Wohnraum soll her, für die ächzenden Ballungsräume muss her. Richtig ist das, ganz ohne Zweifel. Verdichten, ausweiten, erhöhen, das sind die Schlagworte, das werden wahrscheinlich Leitlinien politischen Handelns. Ich möchte an dieser Stelle ganz bewusst das Gedankenfeld öffnen und den Radius erweitern. Wir müssen bei all unserem Tun, und davon bin ich fest überzeugt, im Blick behalten, dass wir durch die Betonung auf das Bauen die Lebensqualität nicht gefährden. Mehr Menschen im Rheintal, das heißt ja auch noch mehr Stau. Kaum freie Plätze in Gesundheitskursen, in Fußballvereinen. Das heißt Kita und Schulbau als Daueraufgabe. Heißt das am Ende sogar eine Rückbewegung weg von den Zentren, weil es zu teuer, weil es einfach gesagt zu voll ist? Schauen wir von hier ein Stück nach Osten und Süden, dort, wo es hochgeht ins Bergische und in den Westerwald, dort kann die Lösung liegen. Um Siegburg, Niederkassel, Königswinter nicht über Gebühr zu belasten, müssen Anreize geschaffen werden, in Windeck oder in Netphen. Natürlich ziehen Menschen dorthin, wo die Arbeit ist, aber wir dürfen die Lebensqualität nicht vergessen. 30 Kilometer für einen Kinobesuch, 50 Kilometer für den neuen Anzug, 15 Kilometer für die Ausleihe des Lieblingsbuchs, zweimal am Tag der Bus, da fällt die Entscheidung, wo man lebt, nicht schwer. Man muss schon überzeugter Naturfreund sein, um sich abzufinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen bauen. Ja, wir müssen bauen, aber wir müssen klug vorbauen. Bei der Befüllung der Waagschale statt nicht die Schale Land vergessen. Sonst verbauen wir vielleicht unsere Zukunft. Liebe Frau Ministerin, Ihnen ein glückliches Händchen bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Sie sind auch für Heimat zuständig. Heimat bedeutet Wiedererkennen. Das muss uns Richtschnur sein. Auf dem Programmauflauf des musikalischen Rahmens steht, die Rheinisch-Bergische Bläserphilharmonie spielt die Melodie von Die Schöne und das Biest. Dabei geht es um zwei sehr unterschiedliche, optisch gegensätzliche Wesen. Am Ende verwandelt sich das Biest in einen attraktiven Prinzen, dem das Herz der jungen Damen zufliegt. Mögliche Verbindungen, Analogien zum Gesagten überlasse ich Ihnen. Vielen Dank und einen schönen Erkenntnisaufenthalt in Siegburg. Herzlichen Dank. Applaus